Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute aktueller Anlass, ey Lu, warum ziehst du keinen BH an? Bist du like-geil? Brauchst du Aufmerksamkeit? Bist du eine Schlampe? Bist du billig? Oder machst du das eigentlich aus einem bestimmten Grund, dass du keinen BH anziehst? Und dieser Frage möchte ich euch gerecht werden und euch gerne ein paar Worte dazu erzählen. Und möchte vorher als kleinen Disclaimer durchgeben, dass ich mit diesem Video weder meine Meinung euch aufdrücken möchte, noch jemanden irgendwie unter Druck setzen will. Und bin mir auch bewusst, dass es vielleicht andere Religionen gibt, in denen das einfach anders gehandhabt wird und über die Weiblichkeit oder die Sexualität einfach nicht so offen gesprochen wird. Je nachdem, wer hier gerade zuguckt, entweder schaltet ihr jetzt ab oder hört es euch an. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Für manche ist es ein Trend, für mich geht es eigentlich schon so seit dem 16. Lebensjahr. Ich trage ganz oft keinen BH und eigentlich gibt es dafür keinen bestimmten Grund. Ich habe damals einfach mal ein paar Tage keinen angezogen und habe mich einfach wohlgefühlt. Was nicht heißen soll, dass ich mich in BHs nicht wohlfühle, gerade zum Sport, die tun mir überhaupt nicht weh, die merke ich nicht. Aber es ist einfach bei mir Bequemlichkeit und dass ich mich gerne so präsentiere. Was nicht bedeuten soll, dass ich eine Schlampe bin oder billig bin. Ich finde einfach, dass jeder einfach entscheiden darf, wie er sein Leben lebt. Ich weiß auch, dass ich damit oft Blicke auf mich ziehe, dessen bin ich mir bewusst, aber ich habe damit auch kein Problem. Ein Problem fängt bei mir erst da an, wenn Leute sagen, Alter, du willst ja nur Likes haben oder du bist ja voll die Schlampe, weil du keinen BH anziehst. Mir ist es immer ganz wichtig, dass es Gleichberechtigung hier in unserer Gesellschaft gibt. Und das bedeutet, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn ich Männer auf der Straße sehe, die eine richtig knackige, enge Hose anhaben und bei dem man vielleicht dadurch sein bestes Stück ein bisschen durchsieht. Oder wenn Männer einen Tanga tragen. Mir ist das eigentlich scheißegal, denn jeder Mann darf machen, was er will. Es sollte in Ordnung sein, wenn man BH trägt und einen krassen Ausschnitt vielleicht zeigt. Und es sollte auch in Ordnung sein, wenn man im Rollkragenpulli irgendwo auftaucht. Und es darf aber auch in Ordnung sein, wenn man keinen BH trägt. Natürlich weiß ich, dass nicht jede Frau ohne BH rumlaufen kann. Das liegt auch einfach daran, dass manche Frauen wirklich einen großen Busen haben, der gestützt werden muss oder einfach andere ästhetische Gründe und Meinungen. Ich finde meinen Busen einfach schön und deswegen gibt es einfach im Winter und im Sommer oft Situationen, in denen ich keinen BH anziehe. Natürlich gibt es dann auch ein paar Situationen, in denen ich mich schon, sag ich mal, der Norm der Gesellschaft anpasse. Das ist zum Beispiel, wenn es ein Vorstellungsgespräch gibt oder ein Meeting. Da möchte ich einfach anderen Menschen nicht dieser peinlichen Situation aussetzen, wenn sie die ganze Zeit nur auf meine Brüste starren, weil sie vielleicht nicht damit klarkommen, dass ich ohne BH rumlaufe. Oder halt beim Sport, da hat das eher auch so einen gesundheitlichen Aspekt für mich, weil ich es besser finde für meine Brust, dass wenn ich viel laufe, Marathon, Halbmarathon, dass die Brust dann natürlich gestützt wird. Alles in allem finde ich, man kann heutzutage mit seiner Weiblichkeit, Männlichkeit, mit der Sexualität einfach super offen und entspannt umgehen und sollte sich für nichts schämen. Und genauso ist es bei mir und entweder akzeptiert man das oder man akzeptiert es halt nicht. Und natürlich darf man auch seine Meinung dazu sagen, aber es hört für mich auf, wenn man einen Menschen als billig, Schlampe abstempelt, nur weil man so rumläuft, wie man eben rumläuft. Und dementsprechend fände ich es toll, wenn wir alle da einfach ein Stück weit mehr Akzeptanz füreinander schaffen und uns einfach denken, hey, okay, der oder die lebt sein Leben so, wie sie oder er es gern möchte. Und von daher, High Five ist vielleicht nicht mein Ding, aber sie macht es so, wie sie es für richtig hält und glücklich ist. Und genauso werde ich mein Leben auch gestalten. War nur ein ganz kurzes Statement dazu und ich hoffe, damit ist diese Frage ein für alle Mal geklärt. Wenn ihr mich nächstes Mal irgendwo ohne BH seht, fallt ihr hoffentlich nicht in Ohnmacht oder seid peinlich berührt, sondern könnt mich trotzdem noch anfassen und umarmen. Und von daher sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, eure Lu.